So, jetzt kommt der FIFA 13 Prognose. Und zwar der 8. Spieltag. Dortmund gegen Schalke. Das, Derby halt. Das Hot Derby. Ja, keine Ahnung, wie man es nennt. Derby Time auf jeden Fall. 8. Spieltag, 15:30 Uhr. Genau, Datum 20.10.2012. Dann sind die bisherigen Ergebnisse schlicht und ergreifend nicht akzeptabel. Da muss jetzt was kommen. Und hier sind die beiden Teams und hier die Aufstellungen. Wenn sie mal eingeblendet werden. Nee, jetzt gehen sie erstmal durch. Höger haben wir hier, der sich gerade noch aufwärmt. Und hier haben wir Kehl und Höhe, das müsste das sein. Ja. Und hier kommen die Aufstellungen. Klaschikowski eigentlich ja nicht dabei, der hat hier, glaube ich, irgendwas gebrochen. Ja, Gündogan, Kehl, Götze, Reus, Großkreuz, Lewandowski sollen es im Mittelfeld und im Sturm richten. Und hier die Aufstellung von Schalke. Holpi, Affelei, Verfahren, Huntela, Neustädter, Höger, Fuchs, Matte, Behövedes, Uschida, Wunderstahl im Tor. Verfahren, Holpi, Affelei, Huntela werden wohl für Torgefahr sorgen. Und hier Wunderstahl, der sich noch ein bisschen aufwärmt. Und hier der Torfabrikball. Und los geht's. Reus, Gündogan, Piszczek. Und von dort muss er wieder rauskommen, wenn sie gewinnen wollen. Kehl, Schmelzer. Kehl, Kehl, schade. Holpi. Spielaufbau der Schwarz-Gelben, aber Holpi dazwischen, Holpi. Huntela. Huntela jetzt mit Zug zum Tor, aber geklärt. Beiden Bälle jetzt auf Hummels. Kehl. Reus. Lewandowski. Gut gesehen, Großkreuz. Großkreuz. Kommt nicht ran. Holpi. Fehlpass. Lewandowski, guter Pass auf Reus, aber Wunderstahl klärt in letzter Minute. Zweikampf auf die alte Art. Wunderstahl jetzt. Nach gut 15 Minuten steht es immer noch 0:0. Zum Torhüter zurück, beiden Fälle Hummels. Piszczek, Götze, Gündogan. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Das sieht nach einer guten Möglichkeit. Und der mit der ersten Riesenchance für Schalke hier bei beiden Fällen. Zur Stelle und jetzt. Gut gespielt, kriegt ihn Lewandowski noch. Er kriegt ihn noch, aber dann wieder abgelaufen. Das sah auch gar nicht schlecht aus. Und halb jetzt wieder am Ball. Ein Ball, zwei Spieler, der kriegt ihn. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Lewandowski. Das lief ja ganz gut, aber jetzt vertribbelt sich. Affelei. Gut auf Holtby. Aggressives Tackling. Hummels. Boah, da wäre Affelei freigestanden. Kehl. Konter jetzt wieder. Im eigenen Stadion, aber keine Chance an den Ball zu kommen. Neustädter. Affelei verliert schon wieder den Ball. Da können Sie, der sah gar nicht schlecht aus im Ansatz, der Konter, aber Rüger. Affelei. Huntela. Zwei Holländer spielen gut zusammen. Affelei. Wieder Huntela. Wieder Huntela. Und dann bringt er den Fuß noch dazwischen.
Und jetzt geht's wieder auf die andere Seite. Gündogan läuft einfach mal entlang. Aber wohin mit der Pille? Wohin? Nicht dahin. Normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Verfahren! Ja, nicht nur auf der Linie rumhampeln und rumspringen, auch mal rauslaufen. Weidenfälle. Gut gesehen. Spätzeit, Großkreuz. Was der Trainer vom guten Keeper verlangt, mitspielen und damit gleich den Konter einleiten. Lewandowski, 1-0, 43. Minute. Durch Robert Lewandowski, der Pole. Ein klasse Tor, war aber auch viel Glück dabei. Sehen wir gleich nochmal in der Wiederholung. Hier, Lewandowski setzt sich hier gut durch und dann schießt er, den müsste man eigentlich halten. Den müsste man schon halten. Naja. 1-0. Aber was macht Schalke? Holtby. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Und der Laden, dann ist Halbzeit. 1-0 für den BVB. Für den Meister. Ein paar mehr Tore. Und der zweite Hälfte beginnt jetzt, Holtby, Neustädter. Dem kann ich mich nur anschließen, Manni, da muss jetzt ein bisschen mehr kommen, der Unterhaltungswert ist bisher überschaubar. Erstmal wieder Spielaufbau und dann Fehler im Spielaufbau, aber Schalke macht es zu hektisch. Großkreuz flankt einfach mal, die Flanke kommt sogar an. Fischcheck könnte auch flanken, aber dann zahmlos von Lewandowski. Hünteler. Solche Spieler kriegst du kaum unter Kontrolle. Immer wieder steht er im Strafraum, genau da, wo er hingehört. Oh, Holtby! Tja, ein Versuch, was wär's. Aber kein Problem und Einwurf für Schalke. Sehr gute Flanke. Flanke kommt nicht an. Die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Reus hat der letztens bei der Nationalmannschaft zwei Tore geschossen. Gegen Irland, aber jetzt macht er keins. Das hätte was werden können. Einfach mal weg, denkt sich der Verteidiger. Nach einer guten halben Stunde steht es immer noch als. Nach eine gute halbe Stunde zu spielen, so wollte ich sagen. Sorry, steht es immer noch 1-0 jetzt. Großkreuz! Pfosten! Nicht so weit weg vom Gegner. Eine Riesenchance sind jetzt, geht höher und Schulz kommt. Mario Götze. Großkreuz. Götze. Und das ist jetzt. Wenn man da in die Augen schaut, Konter. Schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Huntelaar. Ist es gut gegangen. Huntelaar. Aber es sind zu viele Gelbe. Aber er kommt doch durch. Boah, Glück gehabt. Für die Dortmunder und jetzt ein Konter wiederum. Im eigenen Stadion konnten sie jetzt Schalke aus, aber der Pass kommt nicht wirklich an. Holtby. Luis Holtby. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Und ich denke, das macht er genau richtig. Spielfluss zulassen. Reus. Marco Reus. Lewandowski. Gut gesehen. Möglicherweise was. Boah, hätte schießen müssen, aber gerade noch gestoppt. 10 Minuten noch. Balleroberung auf der Außenbahn. Bleibt bis bei dem 1-0. Oder macht Schalke den Ausgleich? Oder erhöht Dortmund? Das ist hier die Frage. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an.
Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Und dann wechselt Schalke nochmal aus. Panetta kommt ja auch vielleicht. Das sieht gut aus. Nein. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Subotic. 5 Minuten noch. Plus Nachspielzeit. Jones. Da ist er wieder, der. Und jetzt konnte. Vielleicht die letzte Aktion. Gut gespielt. Noch besser gespielt. Götze! Nee. Lewandowski. Neustädte. Reus. Und das Spiel ist aus. Das Derby endet 1:0 für BVB. Und mein Ergebnis wäre auch ein 1:0. Ein scheinbar knappes Ergebnis, aber Dortmund wird dieses Spiel dominieren. Schalke wird meiner Meinung nach keine Chance haben. Und nur dank Unterstall und der einigermaßen guten Abwehr nur ein Gegner bekommen. Trotz der guten Chancen von Dortmund. Das ist ja mein Tipp und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Keller Patti.